Im vorigen Video haben wir uns bereits ein Design ausgesucht und haben uns angeschaut, wie man das Design im Nachhinein noch ein wenig verändern kann. Jetzt geht es damit weiter, dass wir uns einfache Folien erstellen möchten, dass wir Bilder einfügen möchten und dass wir zwischen den Folien Übergänge erstellen möchten. Wir starten mit der Titelfolie. Ich mache jetzt eine ganz einfache Präsentation und nenne die ganze mal Tiere. Ich habe hier ein vorgefertigtes Feld, hier steht Titel hinzufügen, ich brauche nur reinklicken, kriege den Cursor und kann reinschreiben, zum Beispiel Tiere. Hier kann ich einen Untertitel hinzufügen, einfach reinklicken, da schreibe ich jetzt einfach meinen Namen rein, das ist unterwählt, weil bei mir die Feststelltaste aktiviert war, jetzt passt es. Und jetzt habe ich hier mal meine Titelfolie. Jetzt möchte ich die nächste Folie erstellen und dazu klicke ich hier, ich bin in der Registerkarte Start drin und habe hier Neue Folie. Und wenn ich jetzt auf das Wort Neue Folie draufklicke, wo auch der Pfeil dabei ist, dann kann ich mir aussuchen, welchen Folientyp ich gern hätte. Wieder eine Titelfolie brauche ich jetzt eher nicht. Ja? Abschnittsüberschrift, nur einen Titel, zwei Inhalte, Vergleich, Bild mit Überschrift, Inhalt mit Überschrift und so weiter. Und ich wähle mir hier jetzt aus Bild mit Überschrift. Und ich kann jetzt hier steht Bild durch Klicken auf Symbol hinzufügen, kann also hier ein Bild einfügen, das wird automatisch über diesen ganzen Teil der Folie gespannt. Hier kann ich einen Titel hinzufügen und einen Text hinzufügen. Ich mache eine Folie über eine Giraffe, also schreibe ich mal die Giraffe. Ich habe bereits im Word einen kleinen Text vorbereitet für die Giraffe. Ich könnte natürlich jetzt hier selbst etwas über Giraffen schreiben. Ich habe mir schon was zusammengestellt. Und zwar diesen Text hier, kopiere das einmal und kann das jetzt damit Steuerung V oder hier mit einfügen. So, man kann im Übrigen diesen Text auch im Nachhinein noch formatieren, so wie man das auch in Word kann. Das heißt, ich kann es zum Beispiel fett machen, ich kann es kursiv machen, ich kann die Schriftfarbe wechseln und so weiter. Und jetzt füge ich mir noch ein Bild ein, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich zeige jetzt da auf dieser Folie mal eine Möglichkeit, ein Bild einzufügen. Und zwar, indem ich ganz normal im Browser drin nach Bildern suche. Ich habe hier nach einer Giraffe gesucht, habe hier dieses Bild gefunden. Das kopiere ich mit rechter Maustaste Bild kopieren, gehe zurück ins PowerPoint und klicke jetzt da hier einmal drauf mit links. Dann wird das so markiert, mir hier mit diesen Punkten. Und jetzt kann ich hier oben auf den Einfüge-Button, also wirklich hier auf das Symbol vom Einfügen draufklicken und er fügt mir jetzt da die Giraffe hier ein. Manchmal, es kommt ein bisschen auf die Version von eurem PowerPoint drauf an, schlägt er hier Design-Ideen vor, die sind manchmal ganz nett. Kann man sich ein bisschen was durchschauen, könnte man sich auch noch mehr Ideen beschaffen lassen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel mir das hier aussuchen oder das. Und so weiter. Also ich bleibe jetzt bei dem, was ich hier anfangs hatte. Aber hier gibt es eben diese Design-Ideen, die sind manchmal ganz nett. Wenn ich jetzt keine möchte, dann klicke ich einfach hier aufs X drauf und dann sind die Design-Ideen auch wieder weg. Gut, also damit ist unsere zweite Folie auch schon fertig. Jetzt machen wir noch eine dritte Folie. Ich klicke wieder hier drauf, auf Neue Folie und wähle aus einen Vergleich. Ich möchte jetzt hier einen Vergleich machen. Als Titel schreibe ich rein, Tiere nach Kontinent, also ich zähle jetzt einfach einmal ein paar Tiere auf, die auf einem bestimmten Kontinent leben. Hier machen wir Afrika, hier machen wir Australien. Gut, und jetzt kann ich hier reinklicken und kann Text hinzufügen. Also in Afrika gibt es zum Beispiel den Löwen, den Elefanten, den Büffel, das Nashorn und in Australien gibt es klassischerweise das Känguru, den Koalabär, das sogenannte Wombat, dann den Taipan, ziemlich giftig der Freund. Gut, und jetzt hätte ich hier mal so einen Vergleich erstellt. Ich kann übrigens auch hergehen und zum Beispiel hier, das ist so ein Titelding in so einem Kastel in einem Rechteck drin. Ich kann das Rechteck hier anklicken, einen Doppelklick drauf, na, passiert gar nichts mit Doppelklick, egal. Ich kann es auf jeden Fall anklicken,
kann hier oben in die Registerkarte Formformatierung reingehen und könnte rein theoretisch hier, da würde ich ja dann vor allem die Designfarben verwenden, eine andere Designfarbe mir aussuchen. Und dann schaut das hier ein bisschen anders aus. Ja. Er übernimmt nicht genau die Farbe. Warum? Weil hier anscheinend ein paar Dinge eingestellt sind mit Transparenz und so weiter und so fort. Also ich kann hier auf weitere Füllfarben gehen und sehe, hier ist eine Transparenz von 85% eingestellt. Das heißt, ich sehe hier sehr stark diese Hintergrundfarbe durch. Ich könnte die Transparenz auf 0 stellen. Und würde ich mir jetzt hier die Farben aussuchen, dann wären es genau die Farben, die hier zur Auswahl zur Verfügung stehen. Gut, dann mache ich mir jetzt dann noch eine Folie. Und zwar mache ich jetzt einfach nur eine leere Folie. Und in diese leere Folie möchte ich mir jetzt einfach nur ein Bild einfügen. Jetzt zeige ich euch eine zweite Variante, wie man sich ein Bild einfügen kann. Ich gehe auf die Registerkarte einfügen und kann hier Bilder auswählen. Und da habe ich die Möglichkeit von dieses Gerät, da müsste ich mir ein Bild suchen, das bereits auf dem Computer gespeichert ist. Oder Archivbilder, ist uninteressant jetzt da, oder Online-Bilder. Und das nehme ich jetzt Online-Bilder und erhalte hier dann die Bing-Bildersuche. Bing ist sowas ähnliches wie Google, wie die Google-Bildersuche. Bing gehört halt Microsoft. Und kann jetzt hier ein Bild suchen, zum Beispiel ein Bild von einem Wombat. Einfach mit Enter bestätigen. Und hier ist bereits angehakt, nur Creative Commons. Das sind die Bilder, die so lizenziert sind, dass wir sie verwenden können, ohne dass wir Probleme bekommen. Ich suche mir jetzt ein Wombat aus. Zum Beispiel dieses hier. Dann nehmen wir dieses hier. Klick auf. Muss es wieder weghackeln. Hier sehe ich immer, wie viele ausgewählt sind. Anscheinend ist bereits irgendwas ausgewählt. Ah, das ist ausgewählt, kann das sein? So, irgendwas ist hier schon ausgewählt. Ich weiß nur gerade nicht welches. Lass uns überraschen, ich klicke mal auf Einfügen. Okay, das war ausgewählt. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, das Wombat zum Beispiel hier über die ganze Bildschirmgröße selbst zu ziehen. Ich könnte aber hier auch wieder eine Design-Idee verwenden für mein Wombat. Zum Beispiel das hier, das macht es mir automatisch so groß wie die ganze Folie. Es ist jetzt halt abgeschnitten, ja, das muss man sich überlegen, ja, wenn man das möchte. Und ich könnte das hier verwenden und so weiter. So. Jetzt habe ich hier mal vier fertige Folien und jetzt schauen wir uns dann an, wie ich mir die Übergänge anschauen kann zwischen den Folien. Wie bereits besprochen, hier kann ich ja mal zwischen den einzelnen Folien hin und her wechseln. Schauen wir uns also mal an, was wir bis jetzt erstellt haben. Dazu starte ich die sogenannte Bildschirmpräsentation. Das ist das dann, wie es ausschauen würde, wenn ich das Ganze dann über den Beamer an die Wand werfe und den Leuten vorführe. Gibt mehrere Möglichkeiten, eine Bildschirmpräsentation zu starten. Ich habe hier oben die Möglichkeit, das ist hier so eine Leinwand mit einem Play-Button, das spielt die Bildschirmpräsentation von Anfang an. Das gleiche habe ich hier unten neben dem Prozent, neben dem Zoom-Balken, den wir uns schon angeschaut haben, kann ich ebenfalls die Bildschirmpräsentation starten. Dann startet sie aber immer quasi von Anfang von der ersten Folie. Das möchte ich jetzt ja auch, aber es kann ja auch sein, dass ich mal, keine Ahnung, schon 15 Folien gemacht habe und mir ganz explizit die 15. Folie anschauen möchte. Dann wäre das ein bisschen ungeschickt. Dann kann ich hier über die Registerkarte Bildschirmpräsentation ab der aktuellen Folie starten. Also das ist die, die ich gerade hier in der Vorschau drin habe. Da ich jetzt eh von Beginn starten möchte, kann ich hier draufklicken, hier draufklicken oder hier unten draufklicken. Es wird immer das Gleiche passieren. Also von Beginn an. So, jetzt habe ich hier die Startfolie. Und kann mich jetzt damit Enter, mit Leertaste oder mit linke Maustaste oder mit Pfeil nach unten voranklicken und durchwechseln. Ich kann dann übrigens auch mit Pfeil nach oben wieder zurückwechseln. Ich kann auch mit dem Pfeiltasten nach rechts ist weiter, mit links ist zurück. Das können Sie alles durchprobieren. Und so kann ich mich durchklicken, bis ich durch bin. Hier bin ich jetzt, da steht Ende der Bildschirmpräsentation. Wenn ich jetzt noch einmal eine Taste drücke nach vor, verlasse ich automatisch die Bildschirm, den Präsentationsmodus. Gut, was ich jetzt noch einstellen möchte, sind die Übergänge. Also wenn ich es mir jetzt nochmal anschaue, hier passiert gar kein Übergang, also es wird einfach quasi auf die nächste Folie ohne irgendeine Art Effekt gewechselt. Und das kann man aber einstellen, dass es hier Effekte gibt. Und dazu wechsle ich hier oben auf die Registerkarte Übergänge und habe hier, vor allem wenn ich da auf den Pfeil nach unten hier draufklicke, sehr viele Effekte, die ich ausprobieren möchte. Ich könnte zum Beispiel machen Türen.
Und das Ganze ist dann wichtig auf alle anwenden, damit das dann auch für alle Folien übernommen wird. Sonst ist es nur bei der ersten Folie. Klicke auf also auf alle anwenden und schaue mir jetzt die Bildschirmpräsentation wieder an. Und das passiert jetzt da, wie man hier sieht, bei jeder Folie. Ich kann das auch wieder ändern. Ich kann zum Beispiel wenn wieder auf ohne gehen. Wichtig ist, das wieder auf alle anzuwenden. Und wenn ich es mir jetzt anschauen würde, sind diese Effekte wieder weg. Ich kann auch was anderes verwenden. Zum Beispiel, ja, was gibt es hier Schönes? Den Dreheffekt. Schauen wir das Ganze wieder von vorne an. Was habe ich vergessen? Ich habe es vergessen, auf alle Folien anzuwenden. Daher auf Übergänge, Drehen ist hier eh ausgewählt, auf alle anwenden. Und jetzt da funktioniert es bei jeder Folie. Schaut auch ganz nett aus. Mein Tipp ist hier, was Nettes zu verwenden, was gut ausschaut, aber etwas, was nicht zu extrem ausschaut. Also stellt euch vor, ihr hättet jetzt eine wichtige Präsentation und ihr würdet hier Origami auswählen, was zwar ganz lustig ausschaut, aber jetzt da auf alle anwenden. Und jetzt stellt euch vor, ihr präsentiert das bei der, keine Ahnung, VBA-Präsentation vor der Matura-Kommission und bei jeder Folie faltet sich so ein Origami. Ja, ich finde, das schaut ziemlich unprofessionell aus, ist einmal lustig, wenn man es für, keine Ahnung, für etwas Informelles verwenden möchte. Aber ich finde, für eine professionelle Folie ist das ein bisschen too much. Gut, damit enden wir mal. In dem nächsten Video schauen wir uns dann Animationen an.